Einen Augenblick. Darwish. Asim. Azizi. Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khorasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm ich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Es sieht gut aus, aber ich muss die Ausrüstung... ich meine eigentlich das. Genau. So, Waffen und das kann bleiben, weil das so schön funkelt. Aber der Rest... Ja, es ist nice, aber es passt halt wirklich nicht zu den Sequenzen. Woman Fleischen. Okay. Da haben wir noch was. Da können wir noch was. Wahrscheinlich sind es immer so drei und dann Hauptziel. Könnte ich mir vorstellen. Gut, Fertigkeiten. Ja, komm. Das sind immer gerade so die guten Sachen, so das Grundlegendste. So. Warte, warte mal, können wir mit ihm nochmal sprechen? Wir lesen mal, ne? Angebotene Gerechtigkeit. Darwish, ich hörte vor der Tragödie, die du in deinem Brief beschreibst. Es dauerte mich zu erfahren, wie nahe du dem Erschlagenen warst. Doch zu verharren und zu trauen heißt nichts zu tun. Die Mächtigen ergötzen sich an der Starre der Schwachen. Wir sind die Starken, die vorwärts gehen. Darf ich dich zu uns zählen? Ali ibn Muhammad. Okay. Unvollendeter Brief. Schwester,
Eine unvorstellbare Tragödie hat mich, so fürchte ich, vollends gebrochen. Jeden Tag kreisen meine Gedanken nur um die Toten der jungen Menschen, die ich beschützen wollte. War es töricht von mir, zu glauben, dass ich das könnte? Bin ich ein Narr, dass ich glaubte, es könnte Gerechtigkeit in dieser Welt geben? Vielleicht muss ich es glauben, mich womöglich sogar selbst darum kümmern. Deswegen entschloss ich mich, die rote Scherbe aufzunehmen. Der Brief endet hier. So, wir sprechen mal. Du sagtest, du bräuchtest Hilfe, Darwish. Dabei den Aufstand aufrechtzuerhalten, nehme ich an. Richtig. Mit Geld lässt sich da viel erreichen. Aber ohne die richtigen Mittel lässt sich schlecht an Geld kommen. Sieh mal. Es heißt, dass unsere feinen Bürger seltene und einzigartige Gegenstände mit sich herumtragen. Erleichtere sie von dieser Bürde, Bassimund, werde belohnt. Mhm. Artefakte abgeben, Waren ansehen. Okay. Da bräuchten wir 3, haben wir aber noch nichts. Händlerverkleidung. Das sind die gleichen Bessere Sachen. Bessere Ausrüstung kann nicht schaden. Okay, verkaufen. So. Dann hier. Bräuchten wir 500. Blauer Rostsand, hellbraune Zandesch aufbegehren. Brauche ich jetzt aktuell noch nicht. Der weise Mann pflegt seine Ausrüstung. Kosten in Besitz. Okay. Die sind teuer, aber da könnten wir uns, wenn's passt, da. Nein. Bis dann, entsprechend bis zum nächsten Mal, Basim. Die Sachen holen oder zukaufen. Aber ich weiß halt noch nicht, wegen Waffen, Pläne, Rüstungen, was, wo, wie Sinn macht. Da ein Artefakt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Sieht eigentlich richtig gut aus, der Dolch, wie der da, wenn wir ganz gerade laufen, sieht es aus, als würde es wirklich über den Stoff direkt hinweg gleiten. Alter, wie knapp war das denn? Speichern mal. Bitte, ja. Folge nur. So. Jetzt möchte ich den verfolgen. Und das wäre die Aufständische kontaktieren. Okay, dann gehen wir dort drüber und schauen mal nach. So, hier rüber. Auf die Seite, ne? Gut. Darwish gehen wir später. Was ist denn da? Einsam. Verzeihung, ich spreche diese Gemeinsprache nicht. So. Jetzt müssen wir den. Ja, ich möchte jetzt nicht gerade durch die Färbemittel hier. Ja, gut. Zum Glück färbt's nicht. Gut, So, noch mal schauen. Nach vorne, dann links und rechts. Nach vorne, links. Und dann bei der nächsten Möglichkeit rechts. Das dürfte ungefähr hier sein, ne?
Das könnte Beshi sein, der da seine Männer anheizt. Und sollte einer fallen, dann hilft sein Nebenmann ihm auf. Wir wurden niedergetreten, gespalten. Und doch sind wir noch hier. Und solange wir Atem schöpfen, wird dieser Kampf weitergehen. Also wetzt eure Klingen. Betet zu Allah um seine Führung. Denn heute sehe ich einen großen Sieg am Horizont. Yep. Bevor... So. Ich mache jetzt doch mal da... So. Ja, Talismane, ja, das können wir, das betrifft jetzt ja gar nichts. Hallo? Ja, ich habe ihn gefunden, und? Der Talisman ist stark. Man kann die Zeit ändern. Auch von der Bist Seite. Bist du Beshi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Basim. Nun denn, Basim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser? Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür? Willst du aufbrechen, Ali zu suchen? Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen. Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine, leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Befreie die Aufständische. So, wie sieht's aus? Zweimal befreie die Aufständische. Okay. Wo? Am Hafen. Okay. Gut. Musiker. Okay. Das können wir auch wieder machen. Okay, wir sind im Sperrgebiet. Hilfsmittel ist voll. Jetzt. So. Haben wir, da haben wir. Stehen und kämpfe! Oh, nö. Oh, nö. Kann man laden? Ew.
Okay. Okay. إنني أتعلم لكن الأمر شاق. Hey, was? Alter, nein. Ich töte den! Gut. Wieder mal komplett nein. Ah. Manchmal habe ich so das Gefühl, so, das muss doch so zack, zack, zack. Müsste doch eigentlich schon perfekt passen und dann ist doch wieder alles anders. Aber wir werden es definitiv noch schaffen, das sicherlich. Aber man muss sich. Spiel? Also die bleiben sehr lange aktiv. Alter, das kann doch nicht sein. Warte mal, irgendwo muss doch dann. Hab's mir doch gedacht, der. Also die Musik ist ja schön und gut, aber es ist halt doch ja verwirrend. So. So, jetzt. So, wer hat den Schlüssel? Okay. 1, 2, 3. Die schauen beide weg.
Ah, Mist, dort sind ja auch nochmals zwei. Was siehst du? So. So, und aber es müssten doch drei sein. Wir müssten den Schlüssel. Ich müsste rüber. Dann heimlich den Schlüssel und wieder weg. Ja, mal probieren, ne? Speichern kann ich nicht, weil durchdringbare Ketten. Was machen? Schaffe ich den? Okay. Kann mir denn niemand helfen? Ich könnte von oben runterspringen. Dann bin ich hier aber weg. Oh. Was sind alle? Das wäre. Na, die suchen jetzt auch wieder in den Heuhaufen. Geh zum Anleger. Finde Beshi. Ich lass den mal. Oder warte mal.
So, Pferdeharnisch. Jetzt haben wir noch einen hier, plus noch eine Truhe. Gut. Ich denke, den können... So. Den. Den habe ich komplett übersehen. Gut, ich habe auch gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. 22 Metern. Also, so, würdest du bitte? C loslassen. Ach, blöd. Jetzt verstehe ich. So. Ne. Alter. Friemelig. So. Loslassen. Einmal so. Genau, wunderbar, dann haben wir die Kiste. So. Schauen wir uns doch die mal an. Verringert die Auswirkungen illegaler Taten auf Basims Bekanntheitsgrad? Wie sieht die aus? Finde ich besser. Finde ich besser. Was war das?
Drei mit einem Streich. So, einsammeln. Schlüssel. Und dann... Verzeihung. Ging jetzt gerade mal nicht anders. Hilfe! Ich bin hier! Ganz schön ruhig bleiben. Tief durchatmen. Neue Befehle. Ich stieß auf Probleme bei der Beschaffung von Arbeiten aus dem Westen. Bis diese Angelegenheiten geklärt ist, werden wir kaum genug Männer haben. Für den Moment sollen daher alle Rebellen, die ihr abfangen könnt, verschont und inhaftiert werden. Ich werde mich um sie kümmern. Die Fähigen unter ihnen werde ich ersetzen und mich ihr spät... Die Fähigen unter ihnen werde ich einsetzen und mich ihrer später entledigen. Seid versichert, dass eure Entlohnung entsprechend höher ausfallen wird. Al Ghul. Schon wieder Hinweise. Zuerst natürlich noch die Entriegelungen. Hier noch das Fenster. Ja, komm. Sonst noch irgendwas? Das ist soweit in Ordnung. Gut. Das war der letzte. Nun zurück zu den anderen. So. Hier noch. Karte. Ach, dort. Verstehe. Ja, dann. Ja, es ist ein Ungewöhn noch. Ein wenig reinkommen, ein Gespür kriegen, wie, wo, was. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich da ziemlich, ja, bald ziemlich gut, ja, nicht dabei bin, aber dass es funktioniert. Dann haben wir doch das geschafft.